Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Wer seid ihr? Wurdet ihr geschickt, um es zu Ende zu bringen? Ihr ahnt nicht, wie froh ich bin, jemanden zu treffen, der nicht aus diesem Dorf ist. Ich... Das Bein sieht nicht gut aus. Und ich spüre meinen Fuß nicht mehr. Das Bein ist verletzt, aber das heilt schon. Der Fuß muss womöglich abgenommen werden. Das hatte ich befürchtet. Aber wenn der Fuß weg muss, muss er eben weg. Es gibt Wichtigeres als die Füße eines alten Mannes. Zum Ruhen habe ich jetzt keine Zeit. Ich bin so nah dran. Die Urne ist auf dem nächsten Berg. Der Arl ist krank? Wird er es überleben? Politik hat noch niemandem was gebracht. Der Arl hat eine edle Seele. Aber die Asche heilt ihn mit Sicherheit. Haven liegt im Schatten des Berges, der die Urne enthält. Es gibt dort einen alten Tempel, der zu ihrem Schutz errichtet wurde. Die Tür ist immer verschlossen, aber ich kenne den Schlüssel. Eirik trägt ein Medaillon, das die Tempeltür öffnet. Ich habe gesehen, was er damit alles macht. Ja, das ist euer Schlüssel. Bringt mich zum Berg, dann zeige ich es euch. Na gut, was schwebt euch vor? Ja, natürlich. Wie könnte ich das vergessen? Eirik sagte, er habe sie überfallen. Einige getötet, andere zum Verhör hierher nach Haven gebracht. Er war so selbstgerecht, so arrogant. Es schien ihn zu freuen, dass er diese Männer gefoltert und getötet hatte. Ich kann nur dafür beten, dass diese Männer ihren Frieden gefunden haben. Ach, lasst uns doch über etwas anderes reden, ja? Nun, auch ich hatte eigentlich etwas anderes erwartet. Sie nennen sich selbst Jünger von Andraste und sind ihr völlig ergeben. Es grenzt bereits an Fanatismus. Sie müssen hier sein, um die Urne zu beschützen. Aber sie sprechen von Andraste, als wäre sie noch am Leben. Das dachte ich zunächst auch. Aber jetzt bin ich nicht mehr so sicher. Wolltet ihr noch etwas anderes besprechen? Dann lauft los und beschafft das Medaillon. Waylon, was ist mit ihm? Ach, der arme Waylon. Ich hätte dich nie mit reinziehen sollen. Der Erbauer möge auf dich achten, mein Junge. Selbst als ich den Glauben an mich verloren hatte, glaubte er noch an mich. Ich werde die Erinnerung an ihn bewahren. Wolltet ihr sonst noch etwas sagen? Gut, helft mir auf. Ich versuche, uns nicht zu sehr zu behindern. Da sind wir. Gebt mir das Medaillon. Mal sehen, ob ich alles behalten habe. Ja, seht ihr? Man kann Teile bewegen. Und zwar so. Und erhält einen Schlüssel, der den Weg öffnet. Es gibt nur noch wenige Schlüssel wie diesen auf der Welt. Aber ich habe schon einige gesehen. Die richtige Kombination fühlt sich irgendwie... richtig an.
Es ist schwer zu erklären. Mal sehen, ob es uns gelingt, diese Tür zu öffnen. Irgendwo muss man das hineinlegen oder stecken können. Was würde ich darum geben, diese Halle in all ihrer Pracht zu sehen, so wie es gedacht war. Doch wenn man Eis und Schnee entfernt, ist es immer noch schön. Tut mir leid, was? Ich war abgelenkt. Verzeihung. Diese Schnitzereien entstanden gleich nach Andrastes Tod und könnten Dinge über ihr Leben enthüllen, die wir noch nicht wissen. Ich brauche mehr Zeit, um diese Statuen und Schnitzereien zu studieren. Mit meinen Verletzungen kann ich ohnehin nicht Schritt halten. Es ist bestimmt sicher. Dorfbewohner dürfte es hier nicht geben. Geht nur. Ich komme zurecht. Es war wohl mein Schicksal, euch zur Urne zu führen. Er sollte die Urne vor allen schützen, die sie stehlen oder zerstören wollten. Namentlich dem Reich von Tywinter. Ich ahnte, dass ihr so etwas sagen würdet. Ich bin nicht sicher. Die Legenden sind ziemlich vage, was das betrifft. Nur der Fromme darf die heilige Asche schauen. Den Ungläubigen erwarten Tod und Ungemach. Der Blick des Erbauers fällt auf Andrastes letzte Ruhestätte. Er weint um seine Geliebte und sein Zorn auf ihre Peiniger bleibt bestehen. So lautet die Legende. Vielleicht beobachtet der Erbauer diesen Ort wirklich. Doch lest zwischen den Zeilen, dann erkennt ihr, dass hier nur eine einfache Wahrheit bildhaft und etwas übertrieben vermittelt wird. Niemand will sowas hören wie: Willi perfektionierte nach vielen mühseligen Jahren die erstaunlichen Mechanismen, die dem unachtsamen Eindringling spitze Nägel in den Allerwertesten jagen. Es ist wohl richtig, dass ich hier bleibe, findet ihr nicht auch? Ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Jetzt brauche ich was zum Schreiben. Der wertvolleren Exemplare noch in annehmbarem Zustand sind?
Ich kümmere mich darum. Liebste.
Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger am Nacken sitzen müsst? Ich kümmere mich darum. Aber selbstverständlich. Ich kümmere mich darum. Irgendwas.
Es ist gut, das kaputt zu erledigen. Dieser Narr hat irgendeine religiöse Bedeutung, oder?